Hallo, na denn, malen wir mal wieder heute was Schönes, aber dazu gehen wir heute raus. Hier ist relativ dunkel, man hat eh bloß Arbeit, also packen wir zusammen. Ihr braucht bloß einen Zeichenblock, das reicht vollkommen aus. Und habe auch meinen Stuhl für draußen und mein Wasser für die Aquarellfarben. Und dann laufen wir einfach mal ein Stück durchs Stadion und genießen das schöne Wetter. Unser Blickwinkel, den wir uns genommen haben, diese schöne Treppe, das einzufangen, dass man hier direkt hochlaufen kann und so ein bisschen das Träumen, wenn es mal wieder losgeht, wenn es endlich vorbei ist, wir uns nicht mehr anstecken können, wir nicht aufeinander so aufpassen müssen wie jetzt, dass wir alle gemeinsam wieder hochgehen und ein schönes Spiel sehen. Ich habe einen Aquarellblock und einen Bleistift, einen Radiergummi und einen Reiseaquarellkasten. Jetzt habe ich meinen Platz hier gefunden und nutze jetzt einfach die schöne Sonne, um ein paar Skizzen zu machen. Wie ihr seht, haben wir oben das Dach vom Stadion. Wir haben die Steher an der Seite, die das halten. Wir haben die schönen Bäume, die wir noch her in das Bild mit einbinden können. Den Mast, der das zum Stadion erstmal macht, sonst kann die Treppe ja sonst wohin führen. Wir haben unser Schild an der alten Försterei, welchen Sektor wir hochlaufen, das kennt ihr alle. Und haben hier auch wieder die Bäume, die wir mit einbinden können und dahinter unsere Kassenhäuschen, über die sie alle von der Waldseite kommen. Wenn wir immer von Perspektive sprechen, vor mir ist groß, weiter weg ist klein. Vor mir ist ganz klar, weiter weg ist alles unklar. Ich grenze mir jetzt mein Bild ab, indem ich einfach anfange vorzuzeichnen. Und zwar oben fängt das Dach an und zeichne mir mein Dach. Jetzt sehe ich diese Halterungen an den Pfeilern. Die will ich natürlich auch haben. Und dann fange ich an, mir diese Pfeiler einfach vorzuskizzieren. Passt auf, dass ihr mit dem Bleistift beim Aquarell nicht so doll aufdrückt. Als nächstes gehe ich runter und fange an, mir die Geländer aufzuzeichnen, dass man erstmal sieht, wo läuft mein Gelände lang. Genau das mache ich auf der anderen Seite auch wieder. Ich lege jetzt mir noch eine Farbtafel an, damit ich im Studio nachher weitermachen kann. Und das ist hier bloß meine Hilfe, dass ich die Farben erkenne, die ich jetzt sehe. Was ich mir merken möchte, ist, mein Licht kommt von der linken Seite. Deshalb sehe ich auch auf den Bäumen immer auf der rechten Seite die Sonne. Ja, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um dieses Bild noch hier fertig zu machen. Das Licht und alles bastel ich im Studio rauf. Ansonsten habe ich meine Farbtöne, die in dem Bild sind. Ich habe meine Skizze. Und jetzt würde ich ins Studio gehen und dann zeigen wir euch anschließend, wie ich das Bild weiter fertig mache. Fertig. Wenn ich ein Passepartout auf das Bild drauf lege, seht ihr, auch wenn es schnell gegangen ist, es ist ein sehr schönes Aquarell geworden. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mit mir dieses Aquarell zu malen. Ich hoffe, ihr habt einfach mal Lust bekommen und viel Spaß und bleibt gesund. Tschüssi!